Der Jump'n'Run ist wieder da. Das ist sehr nice. Los geht's und somit herzlich willkommen zu einer erneuten Runde Last Man Standing. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt diese Runde nur zock oder zwei irgendwie hintereinander schneide. Ich guck einfach mal. Oh, ich muss E drücken. So, wir haben schon mal eine AK, eine AK-12, genau, das ist meine Lieblingsversion. Ich sehe hier noch keinen. Ich versuche hier direkt mal durchzukommen. Aber es darf natürlich nicht laggen, wenn man man hier auf Gegner stößt. Ich höre aber auch keinen. Wir müssen hier mit dem Ton zusammenspielen. Okay, ich habe zwei automatische. Ja, fuck auf die Tor, Alter. Brauchen wir nicht. Vielleicht können wir nochmal eine geile Cola mitnehmen, einen Moment. Ich mache hier mal direkt zwei Visiere drauf. Ich hole mal kurz auf die Map. Wo sind wir denn überhaupt? Also ich bin hier. Das heißt, ich muss in die Richtung, oder? Die Steuerung, Alter, muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Okay, jetzt bin ich noch safe. Ne, hier ist wirklich irgendwie keiner, keine Ahnung. Ich bin das mit den Geräuschen. Schalldämpfer, wenn ich was liegen gelassen hätte. Ey, wenn es da oben einer ist, ne? Nicht die beste Rüstung. Ja, ich kann mich hier auf jeden Fall gut ausrüsten. Das ist auf jeden Fall möglich. So, jetzt gucke ich noch mal. Wir sollten uns sauer auf den Weg machen. Ich nehme den Gangsterweg. Moment, ich lege mich mal kurz hier hin. Und nehme mal kurz das Visier. Oder überhaupt eins, ja doch. Da ist was gerade explodiert. So. Na, steh auf. Hey. Ich versuche hier um die Tankstelle rumzugehen. So, der ist schon geschossen. Gehen wir mal hin, würde ich sagen, oder? Also hier
Vielleicht kann man ja ihn entdecken. Erst was spotten. Okay, ich sehe hier aber wieder keinen. Von wo kamen die Schüsse? Vielleicht werde ich einfach so geholt. Wenn hier jemand wäre, dann müsste man den auch irgendwann sehen können. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Der kann auch weiter weg sein noch. Ach, keine Ahnung. Ich versuche mich mal also ein bisschen näher mich an der Mitte zu orientieren. Da war ein Schild, sehe ich gerade. Fuck this shit, I'm out. Wo ein anderer Gegner ist, das weiß ich dann wiederum nicht. Da ist noch ein Schild. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weiter. Ich habe keinen Bock, den ersten Gegner zu sehen, der mich dann auch direkt wegmacht. Also ich will mindestens einen Kill machen. Wo kommen die Schilder her? Die sind ja wie Geister. Die Geisterschilder, ja. Und so hat man dann auch schon wieder einen Titel gefunden. Da war einer. Wie, was? Scheiße, der rastet aus. Und dann nach oben. Easy eliminiert. Vielleicht kann man noch looten. Wo ist er? Ich konnte echt noch looten. Looten. So, hier kann aber natürlich noch einer kommen. Schaffe ich das? Sollte machbar sein. Ja, perfekt. So kann's gehen. Dort mache ich mich mal gleich als nächstes auf, beziehungsweise hin. Was gibt's denn hier noch? Ja, ich denke mal, das ist auf jeden Fall gerade gut genug. Hey. Ich guck mal kurz. Na, ist gefährlich. Ist sie in der Nähe? Na, ich weiß nicht. Nicht ganz. Da ich den einen gerade gesehen habe, wie der an dieser Tür war, war gut. Ich weiß nicht, ob der mich auch gesehen hat. Auf jeden Fall war das ein
komisches Battle. Alter, ich muss mich jetzt schon aufmachen eigentlich. Ich glaube nicht, dass hier keiner ist. Also, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass hier noch jemand ist. Oder nicht? Wie denn sei? Wie auch immer. Ich nehme trotzdem hier nochmal einige Sachen mit. Kann ja mir nur helfen. Ah, fuck off, Digga. Ich habe jetzt trotzdem. Nein. Fuck off, Alter. Einfach nur fuck off. Schneller. Ich muss sowas und sprinten, Alter. Wenn ich das überhaupt noch packe, ich weiß es nicht. Ich will es überleben. Digga, wie weit ist denn das, Alter? Das war die Hölle, Alter. Das war mal wieder die Hölle. Eieiei. Ich das überlebt habe, ne? Das war wieder besonders. Ich wechsle mal nochmal in das Visier. Ja. So. Den Tod konnten wir entkommen, aber können wir uns auch gegen die anderen Gegner schlagen. Es sind noch 19 da. Es wird ja jetzt noch immer enger. Nicht, dass wir jetzt hier zeitlich. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich eher wirklich nicht. Warum das so heftig ist, so heftig schnell. Ich versuche irgendwie den unauffälligen Weg zu nehmen, wenn das in irgendeiner Weise möglich ist. Na, lieber hier sein. Fuck. Dass auf mich jetzt nicht geschossen wurde, war ein Wunder. Ah, hier unten ist nochmal ein Haus. Ich bleib erstmal hier. Also in der Nähe. Ne, Moment. Jo, wahrscheinlich. Mamma mia, Alter. Ob ich das jetzt überlebe, das ist nochmal eine Frage. Jetzt schon wieder sowas von knapp. Nein, 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 stirb nicht. Stirb nicht. Wehe. Nein, 20. Ich sag's schon.
Jetzt ohne Witz, jetzt dachte ich wirklich, es wäre vorbei. Zum Glück habe ich so viele Painkillers mit. Ohne die würde man nichts überleben. Jetzt. Oh Gott! Warum? 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 You're a loser. Ja, Loser am Arsch, Digga. Was willst du da machen? So eine verkackte Scheiße, Alter, genau. Buh, Alter. Ja, ich lasse das erst bei dieser einen Folge. Weil es waren jetzt schon irgendwie 14 Minuten oder so weiter, sonst wird es wieder eine halbe Stunde oder sonstiges. Es gibt eine große, es gibt, also wenn ihr eine XXL-Folge sozusagen sehen wollt, gibt es eine bei Zula. Da zucke ich ungefähr eine große Runde, die geht 45 Minuten, ist zwar ein anderes Spiel, aber nur falls ihr mal ein Video in so einer Länge sehen wollt. Ansonsten will ich immer vermeiden, allzu lange Videos zu machen. Die sollen nicht zu kurz sein, aber auch nicht zu lang deswegen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr Bock drauf habt. Damit würdet ihr mich unterstützen und kommentieren nicht vergessen, wenn es irgendwas gibt oder ihr Bock drauf habt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Swafix. Ciao.